Hallo und willkommen zu einem weiteren Demo-Spiel. Diesmal Road 96. Da wollte ich mal reinschauen, wie das so ausschaut, was das ist. Und das machen wir jetzt gemeinsam und schauen uns das Ganze gleich mal an. So, dann wollen wir mal das Spiel mal starten und uns das Ganze mal anschauen. Hey there. Mind if I ask you a few questions? When you watch a movie, you do so to... Okay, das. Keine Ahnung. Realität zu So you might entkommen. also watch a movie to... Um. Keine Ahnung. Gefühl von Angst zu erleben, ist doch mal was Gutes. Thanks. Good to know. So, one last question. What would you do if you disagreed with our country's government? Was würdest du tun, wenn du mit unserer Regierung nicht einverstanden wäre? Ja. Also ehrlich gesagt, wenn ich das Geld hätte, würde ich tatsächlich ins Right Ausland on. ziehen. And I guess you're like the other runaway teens, trying to flee Petria. It's really dangerous to cross the border. I hope you're ready. Diese Demo stellt eine der vielen Möglichkeiten Reise auf Straße dar, die du im Spiel erleben kannst. Ah, okay. Also es ist nicht strikt ein Fahren, sondern gibt verschiedene Möglichkeiten. Ich vermute mal, das hat auch was mit der Fragestellung am Anfang zu tun. Keine zwei Reisen werden gleich sein. Bitte beachtet, dass sich das Spiel noch in der Entwicklung befindet und die aktuelle Demo nicht vollständig das endgültige Spielerlebnis repräsentiert. Das ist klar. Wo ist meine Maus? Achso, es läuft, lädt. Sieht gerade so aus. Seen that shade of green before? She's gonna get sick on the hog stand. I knows it. What'd you say, kid? Can't hear ya on account of the wind. Little lady thanked us for the ride, Stan. Mitch, hard as I try, I can't hear you neither, on account of the wind. I see your lips are moving, and I know you are speaking to me. Yet pains me to say, I cannot hear you. On account of the wind. Mitch, check the back. Better still be there. What if I could, Stan? Now you know I have issues with the lower lumbar. Right, your issues with the lower lumbar. Kid, check the bag in the back. Watch! A furry friend! Aw, that's too bad. Happens with the smaller life forms. I should honk more to discourage them from a wandering out like this. We robbed the big one, First Petria National.
That's mighty kind of you to say, kid. Hey, little lady, you've heard of Stan and Mitch, right? Yeah. I knew it, Mitch. We're famous. Woohoo! But here we are, hogging the conversation. Maybe you'd like to pose a topic of your own. Hast du das Gefühl, was große Bevor steht? Oh, yeah. Me and Mitch were just talking about that. Yeah, it's like the air is crackling with electricity. I can't imagine what's on the other side of that wall, though. Hey, what are you looking out down there? Shucks, Mitch. Looks like we forgot a scratch. My brother and I are morally good, if you mind as the Robin with firearms. But we do have a weakness for the scratch tickets. Oh, shoot! The cops, Stan! If they start shooting, we're goners! Kid, do something to slow him down! You wanna throw our money? Actually, the kid's right. In my momentary fear, I did. Forgive me. I don't know if I can. Let me think about it. Fine, I forgive you. Phew, that's a relief. Anyway, for helping us out back there, we'll take you a little ways further. I know, it's tough to top riding with Mitch and I. Real tough. Stan and Mitch! Aha, okay, interessant.
Ja, nette Umgebung. So, was ist das hier? Haltestelle? Die Entscheidung hat Auswirkungen. Ah, okay. Entschuldigung. Mach ich mal. Ne? Na ja. Ruhige Nacht. Okay, ich komme da. Warte mal, komme ich da nicht rüber? Tatsächlich, das ist hier. Holen wir uns mal. Ja, das war mal ein kurzer Einblick. Ich denke mir mal, also von der Grafik her, klar, ne, aber vom also, das ist schon, Spiel hat entsprechend Potenzial. Mal gucken, was daraus wird. Im Sommer soll das ja dieses Jahr, also wir haben ja eigentlich schon fast Sommer, aber so ein genaues Datum steht auch noch nicht fest. Soll das dann dementsprechend auch rauskommen. Und ja, das war auf jeden Fall ein sehr kurzes Demo. Ich vermute mal, weil ich schon Dings gemacht habe. Ich glaube, ich wäre auch nicht weitergekommen. Weiß ich gar nicht. Aha. Aber so ein kleiner Einblick, so die ersten Eindrücke, konnte man schon mal etwas ja, sehen. Besonders dann auch die Auswirkungen.
wenn man irgendwas dann irgendwie so eine Wahlplakat da irgendwie sprüht, dann hat das Auswirkungen auf die Wahl und so weiter. Also sehr überdachtes Spiel dann auch. Schauen wir uns das mal vielleicht bei Gelegenheit nochmal an, vielleicht mit Vollvision oder sowas. Müssen wir mal gucken, und wie sich das Ganze entwickelt. So. Dann bedanke ich mich auf jeden Fall fürs Zugucken, liebe Leute, und wünsche euch dann dementsprechend noch weiterhin viel Spaß dann auf meinem Kanal. Schaut gerne die anderen Videos rein und lasst gerne ein Like da und gerne auch ein Abo. Und ja, dann wünsche ich euch was bis zum nächsten Mal. Also bis dann. Tschüss.